Dieses Video soll Ihnen einen Überblick geben, welche Funktionen sich wo in dem DVR-Provider befinden. Unter der Klatte finden Sie die allgemeinen Informationen. Hier ist besonders zu erwähnen der Punkt Hilfe. Hier können Sie nämlich entweder über die F1-Taste oder F2-Taste eine interaktive Anleitung aufrufen. Haben Sie eine Frage? F2 gedrückt, auf das Symbol geklickt, wo die Frage besteht, und es öffnet sich die Bedienungsanleitung genau zu diesem Punkt. Unter dem Button Import können Sie Verzeichnisse angeben, in denen Ihre Filme liegen. Anhand der Dateinamen durchsucht das Programm das Internet nach Filminformationen und speichert diese Informationen in eine lokale Datenbank. Der Punkt Archiv schaltet die tabellarische Ansicht an. Das heißt, Sie sehen hier einfach für jeden Film einen Eintrag. Sie können aber auch die Ansicht wechseln. Nun haben Sie für jeden Film ein kleines Icon. Hier können Sie auch gesondert den Film einfach anwählen. Ich halte aber zurück auf die normale tabellarische Ansicht. In diesem Zustand ist das Programm in der normalen Ansicht. Das heißt, die rechte Fensterhälfte ist nicht zu editieren. Sie haben aber auch hier Funktionen. Im Kopf werden alle Daten zu dem Film dargestellt, darunter auch entsprechend Ihre Filmbeschreibung. Mit einem Klick können Sie das Feld vergrößern. Die technischen Informationen und in der unteren Hälfte haben Sie eine Tabelle, wo Sie nach Schauspieler, Regie, Autor und Genre umschalten können. Die Einträge in der Tabelle sind aktiv. Das heißt, Sie können einen Doppelklick auf den Eintrag eine Filterung vornehmen. In unserem Fall sind 225 Filme dem Genre Action zugewiesen. Gleiches natürlich auch bei Schauspielern. Wenn ich sehen möchte, wo Paul Walker mitgespielt hat, ein Doppelklick und ich sehe genau die Filme, in denen dieser Schauspieler mitgewirkt hat. Um eine Filterung wieder aufzuheben, reicht es einfach aus, auf den Button Filtersuche löschen zu klicken. Wenn Sie etwas an einer Aufnahme ändern möchten, dafür gibt es den Bearbeitungsmodus. Entweder können Sie diesen über diesen Button oder über diesen Button für den gesonderten Film aktivieren. Wenn ich hier draufklicke, sehen Sie auch schon, ändert sich hier im Prinzip meine Anzeige. Sie haben nun die Möglichkeit, jedes dieser Felder nachträglich zu ändern. Sie haben einmal jetzt Ihre Filmbeschreibung, eventuell bei Serien auch die Staffelfolge, das Datum, wann das Ganze erschienen ist, die Bewertung aus dem Internet. Sie können hier die Altersbeschränkung editieren und Sie haben auch nun hier technische Informationen. Das heißt, wo liegt der Film, wie hieß der Film, direkt in Dateiform. Sie können entsprechend Ihren Text editieren. Sie haben hier die Möglichkeit, auch entsprechend Eigenschaften wie 3D zu setzen oder auch hier eine andere Sprache zu wählen, sollte diese nicht passen. Bei den Schauspielern entsprechend genauso. Sie können Schauspieler aus der Tabelle entfernen oder auch neue Schauspieler einfach wieder hinzunehmen. Gleiches bei Regie, Autor und Genre, wobei das Feld Genre eine spezielle Suche hat. Wenn Sie hier ein Genre hinzufügen, bekommen Sie eine Auswahl von allen Genres, die in Ihrer Datenbank vorhanden sind. Einfach dieses Genre auswählen, hinzufügen und schon liegt es hier bei diesem Film. Die Eingaben hier oben dienen dazu, um beispielsweise alternative Vorschläge von dem Programm zu durchsuchen, um dem Film zuzuweisen. In dem DVR-Provider steht Ihnen über den Button Suche verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Hier zunächst die einfache Suche. Jeder Buchstabe hat bereits Einfluss auf das Suchergebnis und es reicht aus, wenn der Suchbegriff in einem Feld der Datenbank vorkommt. Es gibt auch die Möglichkeit der erweiterten Suche. Bei der erweiterten Suche wird nicht über die gesamte Datenbank gegangen, sondern Sie können hier ganz explizit in einzelnen Feldern der Datenbank suchen und Sie haben auch die Möglichkeit, diese Suche einem Benutzer direkt zuzuweisen. Diese Suche taucht dann auch bei dem Benutzer in dem Webinterface auf. Ansonsten können Sie hier bereits vorgefertigte Suche einfach durch einen Klick verwenden, Ihre Datenbank zu filtern. Selbstverständlich können Sie sich hier auch neue, eigene Suchen anlegen und können hier über die entsprechenden Optionen ganz individuell Ihre Datenbank untersuchen. Der Bereich Einstellungen ist in 7 Gruppen unterteilt. Gruppe 1, die Pfade. Hier legen Sie fest, wo Ihre lokale Datenbank liegt und wo Bilder zu Ihren Filmen abgelegt werden. Der zweite Gruppenbereich ist UPnP Clients.
Hier legen Sie fest, welche Geräte in Ihrem Netzwerk verwendet werden, um Filme wiederzugeben. Sie haben hier die Möglichkeit, die Besucher auch entsprechend das Netzwerk nach UPnP oder DLNA-Geräten durchsuchen zu lassen, um diese Geräte dann von dieser Tabelle einfach in diese hier zu übernehmen. Die nächste Gruppe ist hier die Gruppe der Benutzer. Ein Benutzer ist eine Person in Ihrem Netzwerk, die das Filmarchiv verwenden darf. Sie können über den Plus-Button neue Benutzer hinzufügen oder bestehende Benutzer mit dem Minus-Button aus der Tabelle auch entfernen. Um einen Benutzer zu ändern, reicht es aus, einfach diesen mit einem Doppelklick aufzurufen. Hier ein paar Informationen zu dem Benutzer Tina. Neben Namen und Passwort und einer Altersfreigabe ab 8 Jahren können Sie hier auch eine direkte erweiterte Suche diesem Benutzer zuordnen. Genauso können Sie hier als Jugendschutz diesem Benutzer auch ein Zeitlimit mitgeben. Das heißt, Tina dürfte hier maximal 2 Stunden am Tag fernsehen und das in einem Zeitfenster zwischen 13 und 19 Uhr. Der nächste Punkt wäre die Verwaltung der Genre. Wie Sie ja bereits gesehen haben, hat jeder Film ein oder mehrere Genres, die ihm zugeordnet sind. Um zum Beispiel hier dem Genre Action und Adventure zusammenzufassen, würden Sie einfach nur einen Doppelklick ausführen, hier entsprechend das Genre wieder eingeben und mit OK bestätigen. Der nächste wichtige Punkt ist die Verwendung von Shutdown-Zeiten. Sie haben die Möglichkeit vorzugeben, um welche Uhrzeit Ihr PC herunterfahren soll. Wird zu diesem Zeitpunkt der DVR-Provider noch durch einen User benutzt, so verzögert sich dieses Herunterfahren automatisch im Minutentakt und nach Abwahl des letzten Filmes haben Sie auch nur einmal 10 Minuten Zeit, um einen weiteren Film aufzurufen, bevor der PC endgültig herunterfährt. Genauso haben Sie auch die Möglichkeit, den PC um eine gewisse Uhrzeit starten zu lassen, in unserem Fall hier 19.30 Uhr. Neben der Verwaltung der Filme hat der DVR-Provider noch eine wichtige Aufgabe. Er stellt Ihr gesamtes Videoarchiv als eine lokale Website zur Verfügung. Diese Website können Sie in jedem Browser in Ihrem Netzwerk unter dieser Adresse auch aufrufen. Um es auf dem PC lokal testen zu können, existiert hier das eigene Webserver. Mit einem Klick öffnet sich der Browser Ihres PCs und hier wird auch entsprechend diese Website geladen. Mehr zu der Bedienung in einem gesonderten Video.